Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Rubin Randomizer Nuzlocke Souling Challenge mit dem Baldrop. Moin Moin und natürlich dem Snaker. Richtig, der das Starter-Pokémon dem Tod übergeben hat. Mhm. Nachdem es den Crit des Jahrhunderts gefressen hat. Hör mal, ich hätte es so gut mit dem Pergato rocken können und du machst ihn zunichte. Ja, entschuldigen Sie vielmals. So, wir waren, wie versprochen, ein bisschen offscreen-level. Ich habe auch Angst jetzt, dass das gleich richtig in die Hose geht. Ach ja. Würde es, denke ich auch. Das Einzige, was hinzukam, war bei Evangeline Steinwurf. Ich bin beim nächsten. Oh, er setzt mal Cholo ein. Problem ist, ich habe mein Pokémon, was gerade läuft, ist halt ein normales Pokémon. Das ist schlecht. Ich habe aber nichts anderes mehr, oder? Doch, ich könnte noch Newton wechseln. Du hast es dagegen noch. Na, wobei, Stahl, ouch, Vorsicht. Kampf ist gegen Stahl sehr effektiv. Ja, ich hab's gemerkt. Was haben wir denn sonst noch? Ich hab noch Goldi. Goldi? Ja. Ja, Carpador. Ja, Mist, Steinwurf macht keinen Schaden. Ich nehm wohl doch besser Redhead. Oder mein Sandmann. Was anderes habe ich echt nicht im Angebot gerade. Ich habe nur normale Pokémon, das ist gerade echt scheiße. Mhm. Ich habe ein Feuer-Pokémon und ein Wasser-Pokémon. Beides haut rein. Also ich kriege hier ordentlich Schaden. Okay, ich kann es gerade echt vergessen. Wenn ich nicht aufpasse, sind gleich alle Pokémon tot. Mhm. Ja, wobei, Felicia könnte das bei mir tanken. Bei mir kann das. Karateschlag-Tafel. Ja, den habe ich gerade auch abgekriegt. Jetzt also, Karateschlag ist böse. Ich glaube, ich habe Marschollo jetzt Gott sei Dank besiegt. Ist jemand gestorben? Nein. Na, ja, Glück gehabt. Weil er hat sich nachher nur noch auf Silberblick versteift und das hat dann mir den Arsch gerettet. Oh je, oh je. So, ich heile nochmal gegen ganz schnell die Pokémon. Nicht nur du. Ich könnte es mit Mushas rocken eigentlich. Ich kann nur Carpador nehmen als Wasser-Pokémon. Aber Carpador kann nur Tackle, das ist das Blöde. Ja. So, Steinwurf macht bei Macholo keinen Schaden. Aber wie sieht's aus? Kann ich mit dem Carpador da irgendwas reißen? Eigentlich nicht. Weil Carpador ist einer der unnützigen Pokémon überhaupt. Ja. Weil ansonsten habe ich nur normale Pokémon wie du. Ja. Wenn wir es richtig timen mit den Tränken, kriegen wir es vielleicht so hin, dass wir noch ein einziges Pokémon übrig haben. Ja, total. So, ich glaube, die beste Taktik bei mir wäre Verbrennung und danach mit Superschall ranzugehen bei Mushas. Bei Mushas kann schon ein bisschen mehr etwas tanken. Oh, drei Pokémon. Meditier, yay. Los geht's, Evangeline. Ja. Oh nein, sie setzt Geduld ein. Uhuhuhu. Okay, war ein Crit. Das ist sehr gut. Oh, Konfusion. Oh, nee. Ich bin verwirrt. Oh, das ist doof. Setzt Scanner ein. Redhead ist verwirrt. Welchen Specher brauche ich mich jetzt selber? Ja. So, ich mache erstmal Gena. Na, Scanner. Na toll. Meditier schützt sich selbst. Dankeschön. Machen wir nochmal Gena und sie macht jetzt Geduld. Meditation? Ach du Kackes. Speichert Energie. So, dann müsste es jetzt gleich einschlafen, wenn ich Glück habe.
toll, ich verwirr mich gerade nur selber. Das ist ziemlich blöd. Ja, weil er mich mit allen Angriffen, die er gerade macht, okay, Bitterkuss bringt gar nichts. Kann ich irgendwas machen? Eieieiei, komm, Blut, dankeschön, zack, tschüss. Zweite Meditier ist weg. Toll. Wie sieht's bei dir aus? Bescheiden. Inwieweit? Ich krieg das gerade nicht down, weil ich setz da gerade Geduld ein. Oh, Fußkick, das tat jetzt weh. Wie oft speichert der Energie? Zweimal oder einmal? Einmal. Und dann haut er direkt raus. Oh, shit. Dann muss es jetzt umfallen, ansonsten ist mein Carpador weg. Carpador war das erste Wasser. Von Forster Hafen? Ja. Aber wieso? Ich hab's geschafft, setz doch Platsche ein. Warte mal. Geduld macht nur an sich wenig Schaden, es sei denn, du greifst es währenddessen an. Weil dann nutzt die Angriffskraft, was es abbekommen hat, gegen dich. Ja, ich hab's geschafft, das erste ist weg. Das erste ist weg, okay, ansonsten benutzen Heil-Item. Ja, muss ich jetzt für Red Hat ein Heil-Item raushauen. Nein! Oh, scheiße! Evangeline ist tot. Das ist... Schneckmark gewesen. Mein Redhead, nein. Außerdem noch ein Crit. Ich hätte ein... Ich habe jetzt gerade das zweite auch besiegt. Shit. Aber eigentlich hätte es noch einen Fußkick überlebt. Das hat nicht die Hälfte an Schaden oder so gemacht. Ja. Und ich hätte es locker überlebt. Aber dann kommt ein scheiß Crit, weißt du? Das ist doch wieder nicht wahr. Energie ja, ich hab's ja. Jetzt mit Red Hat alles noch besiegt hier. Ah, Superschall ging natürlich daneben. Fußkick. Oh, dann kann ich jetzt wieder hier rausgehen. Und mich von Red Hat verabschieden. Oh, verdammt! Das ärgert mich jetzt. Das glaube ich dir. Und ich glaube sogar, das war die letzte Trainerin vor dem Arenaleiter? Keine Ahnung. Ja, ist die letzte Trainerin vor dem Arenaleiter gewesen. Scheiße! Super. Also habe ich jetzt... ich habe eine richtig gute Chance gegen den Arenaleiter. Gut, ich stehe immerhin ein bisschen besser da, weil ich kann mit Superschall viel arbeiten. Ja. Mushas tankt immerhin auch noch was. Das einzige Pokémon, was da bei mir was bringen würde, ist ein Stahl-Pokémon quasi. Es fliegt direkt aus der Hose. Ja, weil Stahl hat eine Schwäche wiederum gegen Kampf. Und wenn die haben sehr viele Kampfattacken, die hauen dich um. Mhm. Evangeline, vielen Dank für alles. Ruhe und Frieden, mein Freund. Willi kann ich auch nicht einsetzen. Gestein, Pflanze, das tut weh ohne Ende. Das wird jetzt ein Kampf, ey. Krampf wohl eher. Den auch. Eieieiei. Toll, jetzt muss ich irgendjemanden auch noch... Macht Zerschneider irgendeinen Sinn? Zerschneider? Nein. Okay. Schau grad. Kugelsaat ist eine Pflanzenattacke, wird auch nicht wirklich was nützen. Nee, weil den Zerschneider, den hätte ich halt, den muss ich eh jetzt neuen Pokémon beibringen. Felsgrab nützt auch nichts, weil Gestein ist nicht so effektiv gegen Kampf-Pokémon. Hm. Shit. Okay. Felsgrab, ja, Felsgrab und Kugelsaat. So, ich stehe jetzt vor dem Arenaleiter. Ich auch, ich muss nur noch nach oben gehen. Ja. Du bist dran mit dem Vorlesen bei ihm, ne? Okay,
Attacke! Ich bin Camilo, der Arenaleiter von Faustauhafen, Alter, was der Name. Ich habe die wilden Strudel dieser Gegend gemeistert und bin in dieser pechschwarzen Höhle stark geworden. Du willst mich wirklich herausfordern? Dann zeig mir, woraus du gemacht bist. Aus ziemlichen Problemen bin ich gemacht jetzt. Ja. Er setzt als erstes ein Maholo ein, okay. Ja. Level 17, das ist das Problem. Ja, geil. So, ich mach erstmal Superschall. Ich probier's mit Gesang. Bitte triff dich selbst, bitte triff ja, dich selbst. Ja, geil. Das erste Pokémon schon tot. Welches? Sandmann. Sandmann war jetzt das? Von Route 107. 107. Ja, das heißt Mushas im Prinzip, aber es ist noch ein Kampf. Ja, ja, das ist bei dir jetzt noch okay, aber... Ich habe quasi einen Karate-Kick abgekriegt und es war instant weg. Ja. Und er setzt Protzer ein. Wenn man hier kein Flug-Pokémon hat, ist das dann doch schon... Naja. Ja. Das ist geil, ich kann es jetzt quasi mit Goldini runtertackeln, bis es irgendwann den Geist aufgibt. Da kommt ein Karate-Schlag, ja geil. Setzt das erste Heil-Item ein. Ich auch. Ist nicht mehr verwirrt, Shitter. Ich hab da keine Chance. Karateschlag und weg ist Mushas, okay. Ja, Karateschlag und weg ist Goldie. Ja. Nein. Jetzt habe ich nur noch Newton und das ist ein Stahl-Pokémon. Super. Geowurf. Autsch. Stauner, da kommt der Karateschlag. Das ist sehr effektiv. 6 KP noch. What? Nein. Ich habe keine Chance mehr. Nee, Leute. Damit endet hier das Nein! Spiel. Nein! Was ist passiert? Ich hätte ihn gerade fast besiegt, dann setzt der alten Item, um sich zu heilen. Ja, das ist immer so. Sobald es im roten Bereich ist, geht's los. Ja, Elfmann ist down. Damit auch dein Magneto im Prinzip. Ja, das ist gerade auch gestorben. Ich habe nur noch Blasi. Sprich Azurill und das kann nur Blubber. Und das wird es nicht rocken hier. Ist down. Ja. Okay, gut. Challenged. Failed. Bei mir genauso. Okay. Tja, Leute. Tut mir leid, aber das Projekt nimmt dann hier im Prinzip auch schon das Ende. Challenged. Failed. Wir haben es leider nicht geschafft, sind am zweiten Arena-Leiter direkt verreckt. Damit ist das Projekt dann halt auch komplett zu Ende. Ne? Yep. Es war mir klar, dass es hart werden würde, ganz klar. Dass Camillo mitunter ein Problem macht, das war mir auch schon mitunter bewusst. Aber... Ich bin ganz ehrlich, ich habe eher damit schon gerechnet, dass wir schon bei der ersten Arena versagen. Die war einfach, nämlich. Ja, weil wir jetzt ein Wasser-Pokémon hatten. Das ist das. Naja. Es hat nicht sollen sein. Ich bin jetzt aber auch ganz ehrlich kurz davor zu sagen, okay, gut, wir probieren es mit einem anderen Randomizer nochmal. Ja, können wir ja noch überlegen, haben wir noch ein paar Tage. Genau. Naja, ich sage schon mal vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, hier einen Daumen oben da lassen. Und dann probieren wir das halt ein andermal nochmal, ne? Bis dahin sagen wir ciao, ciao. Ciao.